Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind mit Geralt noch in Blandare, haben hier einen Auftrag übernommen vom Dorfältesten und um vermisste Bergleute zu kümmern. Das werden wir auch tun. Wir werden aber die Nacht hier verbringen. Ich denke mal nicht in seinem Schlafzimmer. Ist vielleicht ein bisschen unangemessen, aber vielleicht hier. Das ist ja seltsam. Am Feuer, vor dem Kamin oder hier am Herbfeuer. Wir werden natürlich noch gleich ein eigenes Feuer, wie Geralts Zimmer macht, entzünden. Aber vorweg noch eine Kleinigkeit. Vielleicht gar nicht so sehr eine Kleinigkeit. Und zwar, nee, das wollte ich mir jetzt gerade nicht angucken. Folgendes, was mir aufgefallen ist, wir haben ja hier noch kein großes rotes Mutagen, während wir große blaue oder ein großes blaues und ein grünes haben. Aber kein großes rotes. Und dann habe ich mal geguckt im Inventar und es sieht ganz so aus, als könnten wir tatsächlich inzwischen ein großes rotes herstellen. Das heißt, wir nehmen das mal raus, weil das brauchen wir für die Herstellung. Gehen mal hier rein in die Alchemie und schauen mal. Also, dazu müssen wir aber erstmal mittlere noch, also normale genau, herstellen. Wir haben nämlich 6 kleine. Wir können jetzt 2 normale herstellen. 1, 2. Und damit haben wir 3 normale und das müsste genügen, um ein großes rotes Mutagen herstellen zu können. Und das gibt uns nicht plus 7%, sondern plus 10% Angriffskraft. Sehr schön. Das ist doch höchst erfreulich. Da haben wir es. Genau, das packen wir damit rein. Und das wiederum gibt uns insgesamt nicht... Oh, das gibt uns 4 mal 10. Oh, das ist ja echt eine echte Steigerung, ne? Vorher hatten wir, glaube ich, dann 4 mal 7 gehabt. Ja, krass. Super. Das ist erfreulich. Sehr schön. Mit diesem guten Gefühl einer deutlichen Verbesserung verbringen wir hier die Nacht. Meditieren vor dem Feuer, gewissermaßen. Das ist ja seltsam. Ja, das denkt er sich auch. Warum zündet der Mann noch ein Feuer an, wo er doch schon am Feuer sitzt? Aber gut. So ist Geralt eben und kümmern uns jetzt um die Bergleute. So, plötzlich ist hier noch der Regen. Hält möglicherweise immer noch an. Der Regenzauber hat wirklich gut gewirkt. Wir wollen mal schauen, wie jetzt der kürzeste Weg dorthin ist. Ja, wir müssen hier auf den Hauptweg und dann... Naja, dann gen Norden. Okay. Kriegen wir hoffentlich hin. Reiten wir los. Halt dich an die Regeln, Rumtreiber. Ja, welche Regeln, fragt man sich. Rumtreiber. Sagt mir, Jungs, wohin hey Leute, ich kümmere mich um eure Bergleute. Geralt, Seewald hat da Felle verkauft und meint, sie hätten keine vollständige Garnison. Naja... Okay. So, er hat ein bisschen zu viel getrunken. Das dürfte hier unsere Richtung sein. Möge deine Axt nie zerbrechen. Das wünsche ich dir auch. So, der Weg macht hier ein paar merkwürdige Knicke. Warum auch immer. Ob das hier so Hügelgräber sind? Könnte sein, ne? Ja. Stehen auch so eine Steinsetzung drauf. Es könnte auch sein, dass wir hier noch Banditen treffen. Die haben wir mal von Norden gesehen. Ja, da sind sie. Und wahrscheinlich wird ein Kampf unvermeidbar sein. Kommt da noch mehr oder ist das nur der eine? Ist das ein Bandit? Es ist ein Bandit. Ich mag ja keinen Kampf vom Pferde. Ich meine, wir können es ja mal schwarzenshalber probieren. Komm schon! Okay. Kriege ich nicht hin. Wir machen das schneller. Anders. So. Das war es zumindest mit diesem einen Bandit, aber die sind doch meistens immer mit mehreren unterwegs. Hast du irgendwas Interessantes? Ein bisschen Fleisch. Na gut. Jetzt ist aufgeregt, wahrscheinlich weil das andere Pferd aufgeregt ist. So,
So, und jetzt dürften wir auf dem Hauptweg sein und das Lager ist direkt vor uns. Da haben wir es. Okay, das heißt, jetzt haben wir auch einen Anlass, eine Motivation, hier mal nach Spuren zu suchen. Mal sehen, ob wir was Interessantes finden werden. Okay, Fußspuren haben wir schon mal. Fußabdrücke, menschlich. Das heißt erstmal noch nicht viel, aber klar, den kann man natürlich folgen. Da hinten sehen wir sehr viele weiße Wölfe, die wild jagen. Die kommen jetzt direkt auf uns zu. Na, danke schön. Ah, sie drehen wieder ab. Okay, wir gucken mal, ob es hier noch mehr gibt. Die Kiste, die hatten wir schon mal gesehen. Aber es sind wahrscheinlich jetzt vor allem die Fußspuren, die hier für uns interessant sind. Okay, folgen wir diesen. Ah, das sieht ganz so aus, als würden wir... Oh, was haben wir denn hier? Wunden von einem stumpfen Gegenstand. Der Brustkorb ist zertrümmert. So. Na, okay, nicht gut. Haben wir uns hier ganz schön beißen lassen. Ja, ich habe aber ein bisschen das Gefühl, die erhöhte Angriffskraft ist schon spürbar. So, jetzt habe ich mich gar nicht so richtig konzentriert. Was hat er nochmal gesagt? Von einem stumpfen Gegenstand. Der Brustkorb ist zertrümmert. Okay, das können also die Wölfe jetzt nicht gewesen sein. Hier ist jemand gekrochen, mit gebrochenem Bein. Möglicherweise gibt es noch Überleben, ne? So, was ist das? Nicht der Wind hat die Bäume gefällt. Das war etwas anderes, was Großes. Oh, mal wieder was Großes. Oh, was für ein schöner Teich. Das sieht ja fast karibisch aus hier. Entzückend. So. Gut, aber es gibt immer noch die Spur, der wir folgen können. Die Spur führt in diese Höhle. Aha. Haben wir mal wieder einen Troll. Ist wirklich nicht zu verachten. Na? Wird das ein sofortiger Kampf? Oder gibt es noch... Ein Felstroll. Sieht ganz so aus. Trollgespräch. Ja, Mann. Tatsächlich. Mann. Dann Troll auch. Wir sollten mit ihm sprechen. Aufhören. Und er greift an. Okay, wahrscheinlich muss man erstmal ein bisschen... Okay. Ich will reden. 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 Aber du still. Oder troll dich Wummerwumm wie sie. Genau. Warum hast du bei ihnen Wumm gemacht? Sie in Haus von Troll laufen. Troll sagen raus, Männer, aber sie Wumm-a-Wumm Trollfelsen, also Troll auch Wumm. Okay, alles klar. Das ist sein Zuhause. Ja, muss man auch irgendwo respektieren ein bisschen, oder? Soweit ich dich verstehe, haben sie Streit gesucht. Ich lasse es durchgehen, diesmal. Aber wenn du andere Menschen tötest, komme ich wieder und schlag dir den Kopf ab. Verstanden? Nein. Worte so, Worte viel. Kopfschmerzen. Ich versuch's nochmal. Du, Männer, nochmal Wummerwumm. Ich dich, Schnipper, Schnapper, Schnupp. Ah. Nicht mehr Trollwamm. Und Mann das nehmen, weil man gut und nicht Schnipper, Schnapp. Na, okay. Hat er uns ein paar Kronen gegeben.
und Silbererz. Naja, es gibt hier wohl doch Silber. Gut. Aber er hat hier auch Kisten. Ich denke, da kann man sich, glaube ich... Also hat ein Troll ein Recht auf Eigentum? Ich meine, wir haben ihm ja jetzt quasi das Recht auf Eigentum dieser Höhle zugestanden. Ne? Müsste er dann nicht ein Recht auf Eigentum auch dieser Sachen haben, die ihm da gerade geklaut haben? Wenn er die selbst angeschafft hat, aber hat er sie vielleicht geklaut? Und die Fässer hat er doch auch nicht gebaut, ne? Insofern... Ist das eine Felsmalerei? Könnte auch durch Wasser oder so entstanden sein. So, ist das noch... Sind wir da reingekommen? Ja, wir sind von hier reingekommen. Hier haben wir noch so einen Bergmann wahrscheinlich. Tot. Einfach tot. Ja, Geralt, gut erkannt. Und hier noch einer. Viele Blutergüsse und Abschürfungen. Gebrochene Knochen. Okay, aber was richtig Interessantes ist dann hier auch nicht mehr zu finden. Nun gut. Soweit dann zu diesem relativ unspektakulären Geheimnis des Schicksals der Bergleute. Ich bin mal gespannt, wie es der Dorfälteste aufnehmen wird, was wir ihm jetzt gleich zu berichten haben. Aber, wenn wir hier schon in der Gegend sind, ne? Schaut mal, Plötz ist da hinten. Aber es gibt hier noch zwei Sachen. Ich würde sagen, die gucken wir, drei Sachen eigentlich, ne? Das hier und das hier. Das gucken wir uns direkt noch mit an und dann haben wir nämlich eigentlich die Gegend schon im Wesentlichen erkundet. Ja, das bedeutet aber, dass wir erstmal noch ein Stück zur Plötze zurücklaufen müssen. Weil von hier hört... Oh, okay. Von hier hört sie unser Pfeifen nicht. Du willst umgebracht werden? Na gut. Dann ist es eben so. Plötze, wir können weiter. Komm mal her. Wir wollen noch etwas weiter nördlich. Auf geht's. Nochmal hoch in die Berge, in den Schnee. Vermute ich. So, hier war die Höhle, ne? Genau. Okay, dann folgen wir mal diesem Weg. Schön dieses Heidekraut. Herrlich. Ist das ein relevanter Stein da? Kennen wir den schon? Ah, wartet mal. Ah, doch, da sind wir ja schon gewesen. Ja, ja, ja. Da waren wir schon. Relativ am Anfang unserer Rundreise. Diesen Weg allerdings sind wir noch nicht geritten. Ja, und es geht vermutlich hoch in den Schnee. Wen sehen wir da links stehen? Was sind das? Was ist das für einer? Der hält hier nur aus. Ah, okay, der gehört. Was verlangst du? Die, sie, gehört möglicherweise zu dem Ort da vorne. Hier sind ja noch mehr Leute. Was macht ihr hier? Pilze sammeln? Das Wetter genießen? Wohin des Wegs? Ja, ich wollte euch eigentlich besuchen. Gut, reiten wir weiter. Scheint eine friedliche Gegend hier zu sein. Die Leute trauen sich weit hinaus. Weit in Anführungsstrichen, aber immerhin. Selbst hier lagern sie. Was ist hier los? Hoffentlich hat die alte Kuh meine gegerbten Felle weggerollt. Redet er von seiner Frau?
Wahrscheinlich, oder? Ronja heißt dieser Ort. Ah, schön. Okay, schauen wir uns mal um in Ronja. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Lesen wir mal kurz. Dieses Bergdorf ist die Heimat zäher Menschen mit unbeugsamem Geist. Aber es sieht tatsächlich so aus, als gäbe es hier weder einen Händler, noch eine Taverne, noch einen Schmied. Es regnet. Ach, zieh deine Tunika schon wieder an. Regen? Ja, dann werden wir hier nur durchreiten. Wow. Scheiße, meine Stiefel sind durchnässt. Ja, das ist wirklich scheiße, das kann ich nachvollziehen. Beschwer dich bei dem Wettermann da unten. So, Plötze, kommst du hier zurecht? Nicht so einfach. Aber es geht. Okay, eine schmale Schlucht. Die gehören wahrscheinlich zum Dorf. Oder sind das Banditen? Nee. Die bewachen den Teil dieser Schlucht hier. Okay, alles klar. So. Was haben wir denn hier? Ah, ja. Okay, die werden uns angreifen. Hier müssen wir zur Waffe greifen. Hilft nichts. 4 auf einmal ist allerdings ordentlich. Ich glaube, da gönnen wir uns mal einen Waldkauz. Uiuiui, wir sind ein bisschen in der Klemme. Das war nicht so gut. So, wir müssen erstmal die wir schon fast erledigt haben. So, okay, eine haben wir. Macht die Sache jetzt doch etwas einfacher. Oh Gott. Okay, die sind wirklich unangenehm. Aber sowas von. Ich glaube, ich muss mal hier unseren Absud trinken. Ja, Plötze. Kannst mir vielleicht helfen hier. Boah, sofort sind sie wieder dran, ey. So, aber die anderen haben sich verzogen. Das war sehr, sehr günstig. Das hat uns hier sehr, sehr geholfen. Ich glaube, Feuer ist gut. Sag mir, was du zu bieten hast. Okay, wir haben's. Gut, das war nicht ohne. Ein bisschen was sammeln wir mal ein. Ja, wenn wir übrigens den dritten Fertigkeitenbaum, wenn ich den auch noch mit Nahkampf machen möchte, brauche ich natürlich noch weitere rote Mutagen. Ne? Ich habe jetzt gar nicht mehr so sehr drauf geachtet. Ja, ist gut. Bei wem wir den so kriegen. Also bei wem wir diese so kriegen. Bei ihnen hier nicht. So, hier haben wir ein interessantes Tor und dort sind wir auf der Suche nach Bärenschulenausrüstung. Gucken wir uns das erstmal an. Das ist nicht nur ein Tor, das war wahrscheinlich eine Festung, so wie es aussieht. Ja, gehen wir kurz mal hoch. Die Treppen. Vielleicht gibt es ja hier noch eine Kleinigkeit zu entdecken. Ja,
zumindest eine Kiste, warum nicht? Oh, oho. Direkt schon mal was gefunden. Sehr schön. Das lohnt sich doch tatsächlich, immer mal zu gucken. Wie kommt man dort auf diese Brücke? Von hier nicht wirklich, nee. Ist da möglicherweise noch was? Sieht nicht so aus. Von der anderen Seite würde man, nee, würde man auch nicht hochkommen. Gut. Aber ich denke, wir haben das Wesentliche hier gefunden. Reiten wir nochmal weiter. So, sehe ich da oben schon wieder irgendwie so ein Riesenviech? Auf jeden Fall sehe ich einen riesigen, ruinösen Turm. Nee, das ist, glaube ich, das war eine Täuschung, was ich da gesehen habe. So, aber hier, der Nebel ist etwas merkwürdig, oder? Schön die Berghänge. Mal sehen. Wir wissen ja, bei Nebel muss man immer ein bisschen skeptisch sein, vorsichtig sein. Okay, aber damit scheint es nichts auf sich zu haben. So, da oben sind aber welche. Gucken wir mal, was da auf uns wartet. Ah. Okay. Gargoyles. Oder was ist das? Oh Gott, was ist das? Was ist denn das bitte? Warum kann ich ihn nicht schlagen? Boah. Was ist denn das? Nächster Waldkauz. So, mit Feuer. Gott. Alter. Das. Das Problem ist, wenn der runterkommt, dann kann man den nicht immer treffen. Dann kann man ihn nicht treffen. Okay. Gift haut ganz schön rein. So, also wenn er hochspringt, weg. Ja, und danach kann man es erstmal sein lassen. Brennt er? Und Stein. Stein brennt nicht so richtig. Okay, den ersten habe. Uiuiuiuiui. Ich glaube, wir nehmen direkt nochmal den Absud zum zweiten Mal. Gargoyles. Kurz nochmal gucken. Das sind Konstrukte. Genau, Konstrukte, Demeritium-Bombe und logischerweise Konstruktöl. Ja, dann sollten wir das wohl auch einsetzen. Irgendwie sind die unangenehm. Da haben wir es schon. Konstruktöl haben wir auch in der überlegenen Variante. Halt, Demeritium-Bombe. Haben wir, glaube ich, nicht drin, ne? Oder? Ist sie das? Ne, ich glaube nicht. Da. Gut. Da ist noch ein besonderer davon. So. Ja. Böses Gift. Okay, das war ja richtig gut. So, das gleiche nochmal bei ihm hier. Ein Eisgenius? Oh mein Gott! Was war denn das? Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder zurück. Ich musste die beiden Kämpfe nochmal machen. Lief ähnlich wie eben. Wir haben es jetzt damit zum Eisgenius zu tun. Ich denke, Feuer ist dann das Mittel der Wahl, nicht die Demeritium-Bombe. Ich habe deswegen mal überlegenen, tanzenden Stern hier eingesetzt. Und ich versuche jetzt einfach mal auf Distanz zu bleiben und mit den Bomben zu agieren. Mal gucken. Ja, toll. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Danke. Ah, toll, jetzt brennen wir selber. Gott, wie dämlich ist das denn jetzt? Okay, auf Distanz hat er. Okay, das klappt ehrlich gesagt nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Brennen. Wir haben keinen Schutz. Oh Gott, wie konnte das denn passieren? So, jetzt. Hä?
Jetzt haben wir ihn fast erledigt, sofort. Krass. Bin mir nicht sicher, was jetzt... Habe ich irgendwie Kritz gemacht oder so? Das ging ja jetzt deutlich einfacher als gedacht. Sehr erstaunlich. Gucken wir uns das nochmal an mit dem Eisgenius. Ein neuer Gegner. Aber auch hier wäre die Demeritium-Bombe die richtige gewesen. Konstruktöl hatte ich ja aufgetragen. Okay. Eisgenien, ich dachte noch, was macht ein Eisklumpen mitten im Labor? Und da sprang der Eisklumpen auf und brach mir die Beine. Yannick Loft, Einbrecher. Eisgenien sind gefrorenes Wasser, magisch belebt. Sie verfügen weder über ein Bewusstsein noch über einen unabhängigen Willen. Daher kennt ihr Gehorsam gegen ihrem Schöpfer keine Grenzen. Dessen Befehle bestehen in der Regel nur aus einem Wort: Töte. Ja, das hat bei uns auch ganz gut geklappt. So, wir sind aber gar nicht hier wegen des Eisgenius, sondern wegen eines Hexerschemats. Und es könnte hier einfach schon sein. Runenstein. Nee. Schwarzes Einhorn. Eine Waffe. Gucken wir uns die natürlich auch nochmal an. Schwarzes Einhorn. Minus 34. Nee, wollen wir nicht. So, aber hier muss noch was anderes verborgen sein. Die Bärenschulenausrüstung. Gucken wir mal, wo wir hier unser Hexersymbol finden. Hier links vielleicht. Was haben wir hier? Haftbefehl für Hexer Gerd. Okay, also wir sind... Und Brief des Ritters Kalimir und ein Schema. Wir reden mal... wir lesen mal den Brief des Ritters Kalimir. Eure durchleuchtigste Hoheit, Herzogin des Seebogens. Ah ja, es geht wieder um die Verhaftung. Den Teil der... Wir hatten ja schon einen Teil der Geschichte mitbekommen. Der Hexer Gerd fürchtete den Ärger eurer Hoheit, den gerechten Zorn, weshalb er nach Skelly gefloh, zu diesem Nest von Piraten, Dieben und anderen Banditen. Doch die Götter standen auf unserer Seite, denn im Nu stießen wir auf seinen faulen Gestank und verfolgten ihn bis zu einem Wirtshaus unweit des Dorfes Fürstall, wo er mit den Einheimischen speiste. Manche wollten ihn beschützen und behandelten diesen Verräter wie einen Waffenbruder. Aus diesem Grund ließen wir keine Gnade walten und brannten das Gasthaus nieder. Doch zu allem Unglück konnte der Hexer uns ein weiteres Mal entwischen. Wir verfolgten ihn zu den Ruinen der alten Festung namens Ethnir, wo er sich versteckte und ein Monster auflauerte. Ist das nicht hier? Eilig griffen wir seine Position mit allen Kräften an, doch dieser Verräter erschlug 5 meiner Männer, verwundete mich schwer und brachte mit seiner Zauberei das Dach der Ruine dazu, auf uns herabzustürzen. Unerschrocken werden wir uns schon bald befreit haben. In der Zwischenzeit habe ich das Lager des niederträchtigen Hexers durchsuchen lassen und dabei ein Schema irgendeiner seltsamen Waffe entdeckt. Es liegt diesem Schreiben bei und ist hiermit der Obhut eurer Hoheit anvertraut. Stimmt, den Haftbefehl hatten wir nämlich schon gelesen. Noch einen Tag, vielleicht auch zwei, dann werden wir uns aus diesem Schutt befreit haben und den Hexer fangen. Wenn das Schicksal uns gewogen ist, werde ich das nächste Mal keine Nachricht senden, sondern den Skalp des Hexers. Unleserlich. Doch es muss gesagt werden, dass er eurer Hoheit von Anfang an mit seinen rüpelhaften und brüsken Manieren beleidigt hat, obgleich es einem einfachen Ritter ein Rätsel ist, wie ein niederer Wurm, wie er es wagen kann, eurer Hoheit auch nur den kleinsten Wunsch abzuschlagen. Eurer durchlauchtigsten Hoheit zu dienen ist eine Ehre und ein jeder, der sich dieser Ehre verweigert, entlarvt sich selbst als Dummkopf und Schurke. Dem Himmel sei Dank, dass die Götter über eurer Hoheit wachen und dem erbarmungslosen Thronräuber, diesem Verrückten, der sich euer Vater nennt, der gestohlene Thron ohne die Hilfe dieses Mutanten entrissen wurde. Doch es ist die Aufgabe der Hexe, euer Hoheit, bitte entschuldigt, mein temerisches Monster zu töten, und euer Vater, was war er denn, wenn kein Biest, kein mörderisches Monster, das sich am Blut der Unschuldigen wütlich tut? Ah, okay. Der hat da mitgetan, der Hexer. Und da ein solches Monster war, wenngleich in der Haut eines Menschen, der seine monströse Gestalt nur durch Taten und nicht durch sein Verhalten verraten hatte, hätte der Hexer ihn töten müssen, wie eure Hoheit es ihm verlangte. Aus diesem Grund wird es diesem Kerl den Hals kosten, das Gesetz der Ehre und der Hexer gebrochen zu haben. Ah, ich verstehe. Also Gerd wollte den nicht töten und deshalb ist er in Ungnade der Herzogin gefallen und deshalb jetzt diese ganze Sache hier.
Euer bescheidener Diener Kalimir von Schwarzfrüdland vom Banner des Brands. Ja, okay. So, damit haben wir auch ein Silberschwert dieser Klasse. Es gibt ja von allen Schematas 3 oder 4 Stufen. Und in der Endstufe sind sie, so ist das System, alle, glaube ich, auf Level 34. Und dann kommt der Punkt, spätestens dann, wo man sich entscheiden muss, welche Boni einem gefallen und welche man dann dauerhaft nutzt. Bis dahin ist es so aufgeteilt, also ich sag mal, jetzt haben wir Katze 23, dann kommt Bär 25, dann Greif 26, dann Wolf 29, dann Bär 30 und dann die 4 Stufen alle auf 34. Bis dahin kann man eigentlich immer alles erstmal fertigen, wenn man sich die Ressourcen leisten kann, weil die sind dann auf jeden Fall immer schon besser als das vorherige. So ist zumindest mein Weg, den ich jetzt bis hierher eingeschlagen habe. Wir schauen hier nochmal runter, tiefe Schlucht, da wird es zum Meer gehen. Hier gibt es für uns, glaube ich, nichts mehr zu tun. Und deshalb beenden wir auch erstmal diese Folge und ich kann schon ankündigen, wir werden als nächstes natürlich nach Blandare zurückgehen und dem Dorfältesten erzählen, dass wir dem Troll ein Recht auf seine Höhle zugesprochen haben. Und dann werden wir hier noch ein Heldenrennen veranstalten. Und dann geht es endlich zu Gremist, wo ich gespannt bin, was da für ein Ritual auf uns wartet. Und dann haben wir noch die Geschichte mit der Familienklinge. Ja, und dann sind wir sehr weit gekommen. Dann geht es eigentlich zurück nach Kaer Trolde und dann auf die anderen Inseln. Wow. Also, bis dahin macht's gut. Euer Steinwein.